Dieses hier ist ein männliches Eintagsküken und wir von der Ökotierzucht setzen uns dafür ein, dass die männlichen Küken auch ein Leben haben dürfen und dadurch eben nicht wertlos sind. Ich werde ganz häufig gefragt, ob das nicht irgendwie eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob man jetzt das Küken gleich am ersten Tag tötet, indem man das vergast, oder ob man es eben aufzieht und dann schlachtet. Wie wäre das jetzt, wenn man das Küken tot gemacht hätte? Dann hätte es auf jeden Fall nicht erlebt, hier in der Sonne rumlaufen zu können und nicht erlebt, hier rumscharren zu können und auf den Sitzstangen zusammen mit den anderen zu sitzen. Und alleine nur gefühlsmäßig, finde ich, macht es doch einen sehr großen Unterschied aus.